Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um ein paar Kriegskassen. Und diesmal habe ich insgesamt 9 Kriegskassen von den Ventier. Und dass wir die 10 quasi voll bekommen, habe ich noch eine zusätzlich von der unvergänglichen Armee, also sprich aus der Fraktion aus Maldraxxus, mir gefarmt. Und die werden wir jetzt öffnen. Wenn ihr euch fragt, warum wir die öffnen, dort sind Mounts drin, die ich ganz gerne hätte. Und wovon bekommen wir diese Kriegskassen? Wir haben nämlich hier im Schlund seit 9.1 Angriffe. Die schimpfen sich jetzt zum Beispiel hier Necrolord-Angriff oder Ventier-Angriff, je nachdem, was für ein Covenant-Angriff. Die sind immer 3,5 Tage und dann switcht zum nächsten, ähnlich wie quasi diese Invasion zu 8.3 war das, glaube ich. Genau, ich würde sagen, wir schauen mal rein. Ich hoffe, ich habe ein wenig Glück und ja, auf dem Char habe ich gleich mal 2 Kisten. Eine Kriegskasse des Ernters, das ist die Ventier-Kiste und schauen wir mal rein. Erste Kiste. Ah, da war kein Mount drin, okay. Und die zweite Kiste ist hier von der unvergänglichen Armee, da kann auch ein Mount drin sein. Und dort hatten wir leider auch Pech. Okay, an der Stelle soll das nichts gewesen sein. Dann swappen wir mal weiter zum nächsten Char. Und hier haben wir dann auch nochmal eine Ventier-Kiste, Kiste Nummer 3. Nee, leider auch kein Mount. Sad life. Sodala, dann auf dem nächsten Char haben wir dann Kiste Nummer 4. Da war auch nichts drin. Okay, schade. Dann haben wir hier Kiste Nummer 5. Oh boy, gib mir doch einen Mount. Dann sind wir auf nächsten Char. Dann haben wir Kiste Nummer 6. Wieder kein Mount. Aber wir haben wenigstens einen Umhang bekommen. Jetzt gucke ich mal. Kann ich den irgendwie brauchen? Nee, den ganz kleinen habe ich halt schon. Oh Mann, nicht mal irgendwas Sinniges. Dann haben wir hier Kiste Nummer 7. Was haben wir hier gekriegt? Einen Transmog-Umhang, den ich auch schon hatte. Und Handgelenke. Ah ja, zumindest die Handgelenke kann ich gebrauchen. Dann kommen wir zur Kiste Nummer 8. Da war ein Kopf drin, leider wieder kein Mount. Wisst ihr, dass das ein bisschen bitter ist? Ich habe ja schon mal 10 Ventier-Kisten aufgemacht, ne? Also in der kleinen Opening-Reihe. Und ja, jetzt können wir die 10 draufziehen, sind wir jetzt halt schon bei 17. Gut, wir haben eine Necrolord-Kiste vorher aufgemacht, ne? Aber das sind doch schon einige Kisten. Dann kommen wir zur Kiste Nummer 9. Drückt mir die Daumen. Einfach nur bitte. Einfach nur bitte. Wieder nichts drin. Ja gut, dann haben wir jetzt noch eine Kiste. Ich würde sagen, das Conduit-Ding zahle ich jetzt noch kurz ein hier. Ich vergesse das relativ oft tatsächlich, dass ich die Teile einzahle. Warte mal, oder habe ich das schon? Nein, das habe ich schon auf 200. Ich verstehe es nicht. Teilweise bekomme ich, obwohl ich die schon drin habe, hier die gleichen Dinger. Ein bisschen strange ist das. Gut, dann probieren wir es noch. Ein letztes Mal. Kiste Nummer 10. Hier, komm, gib mir bitte das Mount. Oh boy. Ich habe es halt wieder nicht gekriegt. Einfach unlucky. Gut, dafür haben wir einen Gürtel bekommen. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, den Gürtel können wir zumindest gebrauchen. Sehr schade. Ich hätte ganz gern das Mount rausgezogen. Jetzt haben wir von den Ventier-Kisten insgesamt 19 aufgemacht und leider noch keinen Mount gekriegt. Ich hoffe, das wird nicht wieder so eine ewige Odyssee wie bei der einen oder anderen Kiste. Aber naja. Gut, wir werden sehen. Sobald ich wieder ein paar Kisten habe, auch andere. Also ich werde die von Maldraxxus und von den Nightfair auch noch farmen. Wenn ich da noch ein bisschen was habe, dann melde ich mich wieder. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.